Hey, großen Respekt. Ja. Und jetzt Ja, so, kommt wir sind jetzt schon Prinz wieder auf Charlie. Sendung, aber Ja. irgendwie bist du gerade rausgeflogen. Dann hole ich dich Okay. wieder dazu und ich gehe einmal rum und raus. Jetzt bin ich doppelt, das verstehe ich auch nicht. Ah, ich weiß jetzt warum. So, jetzt ist es aber richtig, sind umgefallen und ja, deshalb fangen wir jetzt auch mit der Sendung an. Die Leute hören uns auch Super. zu. Sehr gut. Deshalb den Ton geholt. Ja, trauriger Abend eigentlich. Da habe ich mit Mario und wir haben da gerade über philosophiert. Leider ist die Queen gestorben. Mit 96 Jahren viel zu früh, wie Mario sagte. Die Mutter hat es ja bis über 100 geschafft. Also insofern da so ein bisschen heute gedämpft. Und wie immer ist es natürlich klar, dass unsere Sendungen immer leiden auf hohem Niveau sind. Wenn wir da uns über Themen unterhalten, wie zum Beispiel neue Gebühren, die die Lufthansa erfindet, die Niederlande verteuern die Flüge. Lufthansa hat Bilder veröffentlicht von der 787 im Hangar, die ich euch zeigen möchte. Und wir haben einen Deal, so einen Deal, heute mal etwas außer der Reihe mit der Euro Disco, also der Eurowings Discover und Edelweiß nach Punta Cana für 1200 Euro in der Business Class. Schnäppchen. Ja, das ist in der Tat so. Das erste Thema, womit wir anfangen wollen, ist die Niederlande verteuren Flügen, weil das passt ein bisschen zu der gestrigen Geschichte, dass Lufthansa sich aus der EU verabschieden möchte, aus den Klauen in Anführungsstrichen. Und da müssen wir noch mal gucken, weil diese Verteuerung der Flüge, das erinnert uns natürlich an UK, an England. Die haben ja auch diese abweichenden Fluggaststeuern, die die sogar gesteuert haben über Economy Business und auch First Class. Und dann letztendlich gibt es ja auch in anderen Ländern auch diese Steuern. Deutschland hat diese Steuern ja übrigens auch, die wir auch erhöht haben, zwar nicht so drastisch. Dafür haben wir andere Sachen, die wir machen, wie zum Beispiel mit dem Nachtflugverbot, wo wir uns mit kastrieren und solche Sachen. Niederlande kastrieren sich ja noch zusätzlich, dass sie die halbe Million auf 440.000 Flugbewegungen pro Jahr reduzieren wollen, was dann einem Stand von, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren entspricht, dafür einen anderen Flughafen aufmachen wollen. Mario, bevor ich mich hier jetzt über den Sprung von 8 Euro auf 28,58 € hier so echauffiere, was machen wir draus? Was hältst du davon? Was denkst du dazu? Ja, du, eigentlich ist das bekannt, was ich davon halte, mich gar nichts. Die Verdreieinhalbfachung fast dieser Ticketsteuer halte ich für völlig unangemessen in dieser Zeit. Und auch, dass man die Flugbewegungen quasi reduzieren will, das hat so ein bisschen was von der Zeit des Eisernen Gustavs in Deutschland, wo man sich gegen die Einführung des Automobils gewehrt hat, also die Droschkenkutscher. Es ist einfach grotesk. Flugverkehr nimmt zu und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Dazu in Relation sinken aber sowohl die CO2-Belastungen, der Treibstoffverbrauch oder Kerosinverbrauch, die Lärmbelastungen immer weiter durch modernere Flugzeuge. Und ich weiß nicht, warum sich Länder derart selbst kastrieren wollen, was das angeht. Denn diese Flugbewegungen gibt es ja nicht, weil die Fluggesellschaften aus Spaß ihre Flieger in die Luft bringen, sondern weil es eine entsprechende Nachfrage gibt. Und jetzt soll diese Nachfrage künstlich verknappt werden. Also ich weiß, dass das ausgelutscht ist, aber das hat schon ein bisschen was von Sozialismus, wenn man sozusagen Quoten für Hubs, für Slots einführt. Also das ist für mich völlig daneben, wo gerade die Luftverkehrswirtschaft, ja, was auch nachhaltige Treibstoffe angeht, Einsparungen noch und nöcher, ja im Grunde ganz weit vorne mit dabei ist. Ich finde es gruselig. Die Konkurrenz aus dem Nahen Osten und der USA wird sich wahrscheinlich still und heimlich ins Fäustchen lachen und hoffen, dass ihnen sowas nicht blüht. Ja, ganz genau. Also das ist halt das Problem.
dass die anderen Fluggesellschaften darunter nicht leiden, wie wir leiden. Übrigens habe ich die Zahl gefunden, das ist die Werte von 2014, auf die man es einfrieren möchte. Und das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf die KLM und die Konnektivität. Das heißt also, die Niederlande werden abgehängt. Das hat für mich Parallelen wie der Flug von Nürnberg nach München, wo man ja über 90% Connecting-Passagiere hatte. Ja. Hier wird übrigens auch nur der holländische Kunde abgegriffen. Ja? Heißt also, wenn man Transit macht, belastet einen das nicht. Und ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, weil es wird ja auch gesagt, man möchte innerholländische Flüge verhindern. Die Frage ist, wo kann ich innerhalb von Holland fliegen? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es niederländische Inlandsflüge? Nein. Ich meine, Entschuldigung, das Land ist kleiner als, ich weiß nicht, was heißt da nicht umsonst, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Also. Ja. Deshalb, also ich kann nur sagen, von Aachen aus in die Niederlande, von unserer Haustür aus, waren es gefühlte 5 Minuten nach Holland oder nach Pfalz, Niederlande, und dann respektive 10 Minuten nach Belgien. Und wenn wir nach Amsterdam gefahren sind, waren das keine 1,5-2 Stunden, wenn ich das richtig riff. Also ich weiß, ich kann auch sagen, dass mein Vater Geschwindigkeitsbegrenzung nicht eingehalten hat, war aber immer teuer, wenn er es nicht gemacht hat. Aber ich wollte es gerade sagen, die Zeit dauert halt deshalb nur so lange, weil man nur 100 fahren darf oder 110. Ansonsten würdest du die Niederlande in 1/2 Stunde durchqueren können mit einer normalen Geschwindigkeit. Das ist richtig, deshalb habt ihr ja auch in Goslar Tempo 30 Zonen, damit man nicht so schnell durchs Dorf ist. Aber das ist gesagt, so. Es ist halt einfach schade und ich finde es in meinen Augen halt einfach unglücklich und auch kontraproduktiv, denn die Flugpreise steigen ja. Das ist ja genau dieses Dilemma, in dem man steckt. Wir haben die Spritpreise, die hochgehen und dann willst du auch noch den. Also ich weiß es nicht, ich kann mich da jetzt gar nicht so drüber mehr echauffieren. Es ist einfach nur ein sachdienlicher Hinweis, wenn man sich wundert, warum Leute nicht mehr so viel fliegen von den Niederlanden aus, sondern dann direkt nach Köln fahren. Ich meine, ob die jetzt von Pfalz, Lüttich auf der belgischen Seite, ob die dann nach Brüssel fahren von da aus, von Lüttich und dann nach Köln, oder ob die von Pfalz aus nach Köln fahren oder Düsseldorf, kannst ja nehmen, was du willst. Das nimmt sich alles nicht viel. Und ich kenne auch viele unserer Kunden, die sich ja zum Beispiel von Amsterdam aus dahin bewegen. Neues Thema, neues Glück, Lufthansa. 2023 ist ein Jahr des Aufbruchs, weil die Lufthansa so viel Nachfrage hat wie noch nie. Carsten Spohr weiß gar nicht, wohin mit seinen Flugzeugen. Deshalb hat er 50 Flugzeuge mehr und sogar auch den 380er zurückgeholt. Man hat jetzt natürlich den Streik der Piloten, man hat diesen abwenden können. Leider sind da nicht wirklich Details bekannt bis jetzt, finde ich zumindest. Ich habe keine gefunden. Und nichtsdestotrotz wollen die Leute fliegen, auch obwohl man Verspätungen, Annullierungen, verschollenes Gepäck hat. Also das heißt, fliegen keinen Spaß, macht die Lounges teilweise nicht alle offen. You name it, also vom Service her ganz zu schweigen, der ja auch da sich reduziert hat. Carsten Spohr sagt, dass man zusätzlich eine neue kleine Airline aufbaut. Ja, das kann man so sagen, 50 Flugzeuge. Wenn ich dann nach Riga gucke, zur Air Baltic, die haben ja nur 36 oder 37 Flugzeuge. Damit hat er dann recht, dass man da auf eine stattliche Anzahl kommt. Konkret seien es 13 Langstreckenjets und 40 Kurzstreckenflugzeuge, das sind sogar mehr als 50. Der Dreamliner kommt, der 380er kommt, dann kommt eine Produktoffensive und 20.000 Mitarbeiter sollen eingestellt werden, hatten wir ja auch darüber berichtet. Was ich aber spannend finde, ist halt die Produktoffensive. Man hat ja in der IT die 500 Leute, die wir gestern angedroht haben. So ist es. Produktoffensive, ich meine, die drohen ja schon immer an, dass sie von der Economy über die Premium Economy bis zur Business und First Class alles neu machen wollen. Wie schätzt du das ein? Naja, es ist ja ein bisschen ambivalent. Wir haben auf der einen Seite gehört, oder dazu kommen wir noch, hatten schon mit neuen Gebühren, quasi mit neuen Geschäftsmodellen, wo man den Passagier noch ein bisschen weiter ausquetschen kann.
um noch mehr Geld zu generieren. Auf der anderen Seite natürlich eine Produktoffensive, nachdem man bei Skytrax nun nur noch von 5 auf 4 Sterne runtergestuft worden ist, muss natürlich jetzt auch mal eine gewisse Gegenbewegung kommen. Haben wir ja auch schon oft als Thema gehabt. Soll ja auch bei der Bordverpflegung, bei den Lounges sich was tun. Wir dürfen sehr gespannt sein und man darf aber auch, du hast es ja richtig erwähnt, wenn knapp über 50 Flugzeuge schon eine kleine eigene Fluggesellschaft sind, dürfen wir nicht vergessen, dass nahezu 100 Flugzeuge auch in den Ruhestand geschickt worden sind während der Corona-Krise und davon ja auch nicht alle wieder in den Dienst gestellt worden sind. Also es gleicht sich da aus und es werden ja in den Folgejahren theoretisch ja auch noch ein paar dazukommen, nicht? Wir denken an die 777, die ja schon eigentlich seit Jahren fliegen sollte. Die wird ja hoffentlich auch irgendwann mal ausgeliefert. Ja, in der Tat. 2025 hoffen wir drauf. Der 380er wird ja auch nur ein Intermezzo geben, mit verminderter Flotte von ursprünglich 14 auf 6, die da fliegen, also 5 fliegend und Reserve 1 oder 2. Also man weiß nicht, oder vielleicht geht man bis zu 8 hoch. Ja, das ist so die Situation. Aber ich glaube, dass die Produktoffensive bei Lufthansa nötig ist und Not tut. Na, ja, wir müssen ja auch gespannt sein, wie diese Übergangs-Business Class aussieht, wie die endgültige dann wirklich aussieht. Wir kennen ja bis jetzt nur Bilder davon. Und da will man ja auch dann den Thron schon für teures Geld verkaufen. Also, eine Produktoffensive, du hast da vollkommen recht, ist schon mehr als nötig, würde ich sagen, ne? Ja, also Guido sagt auch übrigens, A350er kommen. Ja, genau. Es sind A350er und es ist halt erschreckend, dass wenn man 787 von anderen Fluggesellschaften übernimmt oder A350er übernimmt, dass die Produkte haben, die halt wesentlich besser sind. Und es gibt noch nicht mal Bilder von der Lufthansa Ja. Business Class, sondern es gibt nur Bilder, die quasi ein Rendering darstellen, also ein computergeneriertes Bild. Aber das ist das Stichwort, wo wir dann reinsteigen können. Und zwar das erste Bild, was ich euch zeigen will von der 787, ist dieses hier, das Triebwerk. Triebwerksbilder sind immer geil. Ich finde es geil, wie der Spinner auch aussieht. Also wie gesagt, ich finde es hübsch. Wer dazu was schreiben möchte, kann das natürlich sofort tun. Dann geht es sofort weiter mit der Bodenpalette. Das ist jetzt nicht ganz so hübsch, das heißt also, wo die Paletten drauf rollen. Eine sehr nahe, detaillierte Ausgabe, aber da seht ihr dann einfach mal, wie sowas unten in der Belly aussieht. Dann haben wir als nächstes ein paar grüne Handschuhe in der Galley. Ich fand das einfach ein lustiges Bild. Das sind Bilder übrigens aus der Lufthansa-Wartung und wo die Maschine gerade umgerüstet wird. Dann geht es direkt Schlag auf Schlag weiter. Da seht ihr, die Economy Class ist abgedeckt, aber die Farben sind, glaube ich, sogar schon auf Lufthansa geändert. Also man kann da schon einiges erahnen. Und jetzt geben wir euch natürlich auch ein Bild von der kompletten Galley. Ihr seht, der Feudel, der neben dem grünen Handschuhen lag, ist klar auch noch. Also man hat da kurz aufgeräumt, man sieht die Kaffeemaschinen, man sieht Wasserspender, man sieht da 6 Öfen, die da sind und feuern. Das ist die Aft Galley, also hinten am Pöppes, hinten. Ich finde das schon spannend. Sehr schön ist auch hier, dass die Trolleys Hintertüren sind. Ihr seht auch rechts in der Ecke eine, ich glaube, das ist der Waste Container. Also wo vorne die Klappe ist, wo man einfach Müll reintun kann. Und dann haben wir natürlich noch mehr Bilder für euch. Und zwar geht das dann direkt weiter mit dem Finalbild. Das ist das Bild, was ich eigentlich am geilsten finde. Das ist die 787 in der Seitenansicht mit den mächtigen Triebwerken, die gezackt sind, an denen man wirklich das Flugzeug auch erkennen kann. Das ist halt the next generation Engines sind. Also tippitoppi.
Und ich hoffe, dass ihr jetzt da, ja, wie soll ich sagen, ohne unhöflich zu werden, das honoriert, die geilen Bilder. Jetzt seht ihr wieder Mario und mich. Das ist halt leider so, manchmal muss man von hübsch auf noch hübscher Ja, gehen, ne? ist so, hilft ja nichts. Ja, ist halt so. Wer möchte, kann natürlich auch in der Sendung auf YouTube, muss ich mich leider beschränken, wer ein Thema hat, soll das Thema einfach auf YouTube hochpuppen. Vielleicht können wir es in der heutigen Folge übrigens noch mit euch verhackstückeln, wenn ihr schnell genug seid. Ich habe gerade auch, während ich hier so viel geredet habe, noch eine Frage bekommen zu dem Thema Beratungsgespräch, wie das funktioniert. Ganz einfach, ihr bucht ein Beratungsgespräch, kostenlos 15 Minuten, dann evaluieren wir, wie eure Situation ist. Und dann kann man ja auch gucken, ob man mehr ins Detail geht. Ansonsten auch der Hinweis, ich habe noch, glaube ich, 2 oder 3 Termine frei in Frankfurt. Persönlich sind schon einige weggegangen. Da könnt ihr auch schauen, da kann man auch persönlich nochmal sprechen. Hinweis auch nochmal zu dem Thema 787 Flug, weil das passt ja auch. Da gab es gestern ja Irritationen, aber ich hatte recht. LH106 nach München und mit der dreimal die 11 zurück. Wenn ihr das nicht zusammen buchen könnt, liegt das natürlich daran, dass die Minimum Connecting Time in München nicht eingehalten werden kann. Ihr müsst 2 Tickets buchen oder über ein Reisebüro buchen oder aber über Online-Reisebüro irgendwo oder wie auch immer. Weil auf Lufthansa.com wird das nicht angezeigt, dann könnt ihr das zusammen machen. Dann haben mich gestern 5 Leute gefragt, ob sie mit in die Lounge können. Es wird für mich immer schwieriger zu entscheiden, wen ich mit in die Hondehütte mitnehme, in die FCT. Ich muss mir da noch etwas einfallen lassen. Lasst mir da etwas Zeit, aber schickt mir eine Nachricht, wenn ihr unbedingt mitmachen wollt. Erinnert mich täglich. Ich habe da kein Problem damit, dass keiner zu kurz kommt. Ich werde mir da einen Modus ausdenken. Und wo wir beim Ausdenken sind, sind wir bei Lufthansa, denkt sich neue Gebühren aus, Mario. Ja, für alles und überhaupt alles. Ja, gibt eine Menge neue Gebühren für Sitzplatzreservierung, vor allen Dingen auch in der EcoLight. Wo habe ich es denn hier? Ich habe es gar nicht. Du müsstest mal einspringen. Auf jeden Fall wird es sehr teuer. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte es ja eben schon angedeutet in dem Gespräch über die neuen Innovationen, dass auf der anderen Seite die Lufthansa versucht, irgendwie noch ein bisschen, ja, ein bisschen Geld zu generieren. Ja, ich finde das in meinen Augen ja relativ merkwürdig, was die Lufthansa da teilweise macht, weil das sich wirklich von dem Premium-Anspruch verabschiedet. Also wir haben Buy on Board gehabt, Das ist so, ja. was dann den Passagier da das Gefühl gibt. Ich kann einfach nur ein Beispiel nennen. Also ich habe Tickets von Helsinki nach Düsseldorf gesucht. Ja? Ich habe mir ein Angebot gemacht mit Helsinki, Finnair selber. Teuer. Logisch, ist ein Direktflug. Ja. Lufthansa geht nicht, da musst du mit der Lufthansa musst du über Frankfurt nach Düsseldorf, wovon einige Verbindungen im Zug sind, auch nicht schlimm, sind ein bisschen billiger gewesen, aber auch nicht viel als Finnair. Ne? Dann kommst du zu Air Baltic, wo du halt auch dieses Konzept hast in der Economy, wo du alles dazu kaufen musst, wie bei der Lufthansa das ja auch anfängt, aber wesentlich billiger als Economy Ja. Light. Und im Gegensatz zur Lufthansa, ich bin ja bei Air Baltic VIP, kann ich im Leittarif ein Gepäckstück mitnehmen, was mir bei Lufthansa als Hon im Leittarif verwehrt wird? Ne? So ist es. So, Sitzplatzreservierung als Hon, Exit Row im 220er, kein Problem. Und dann nehme ich doch die Premium Economy, wie ich das nenne. Ja, es gibt keine Premium Economy bei Air Baltic. Ich weiß, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, aber ich nenne es Premium Economy. Dann bestelle ich mir für 10,99 € oder 11,99 € Asian Chicken. Ja? Das, ja, ist doch so. Dann hast du auf Ja. einem Flug, gut, Helsinki, Riga ist jetzt nicht wirklich so lang der Flug, aber dann von Riga dann weiter, das ist dann wesentlich günstiger. Also insofern, ich verstehe so etwas nicht. Und die Lufthansa geht dann noch weiter und fängt dann an, dann auch noch Treibstoffzuschlag zu kreieren. Ja. Und nimmt dann noch solche gepflegten Wörter in den Preis ein, die man dann umbenennt in nationalen und internationalen Zuschlag. Ja,
Heißt Das das, dass geht ich gar nicht. zuschlage? Ich meine, Freunde, ja, was ist das für Quatsch? Warum Ja. kann eine fucking Fluggesellschaft nicht einen Preis machen wie bei Apple im Apple Store? Ich weiß, dass das iPhone, das neue, was gekommen ist gestern, das 14 Pro Max, oder wie es immer heißen mag, mit 1 Terabyte Speicher 2000 Euro kostet. Aber dann gehe ich in den Laden und ich bezahle 2000 Euro und ich weiß, es sind 2000 Euro. Also wenn ich singe in der Düsseldorfer Innenstadt, wenn ich in Düsseldorf bin, um mir das Telefon zu leisten, weiß ich, dass ich nach 2000 aufhören muss. Bei der Lufthansa guckst du auf der Seite, dann musst du da noch 1000 Gebühren reinrechnen. Und das ist etwas, was mir auf den Sack geht und auf die Nerven. Und ja. Wenn man halt ja, wirklich... Ja, zu Recht. Ja, und ich meine, auch ein Sitz zwischen 5 und 25 Euro... Das war übrigens auch eine geile Geschichte. Das war für meine Mutter Sitzplatzreservierung bei Finnair pro Sitz, pro Segment. Heißt also, wenn du 4 Segmente hast, musst du 4-mal ja. einen Sitz reservieren und nicht pro Destination. Also das sind Sachen, die gehen meinen Augen bei solchen Legacy-Carriern nicht mehr. Da kannst nein. du ehrlicherweise Ryanair fliegen. Es tut mir leid, ich muss jetzt aufhören, sonst rege ich mich darüber ja, auf. Nein, 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 du hast ja vollkommen recht. Das geht auch nicht. Also da gleitet die Lufthansa ja nun wirklich von einer 4-Sterne in eine 3-Sterne-Airline ab, wo du sozusagen nur noch einen Flug buchst, wo man sagen muss, ja, das ist... quasi wie ein Fahrradgestell und dann muss ich mir den Sattel, den Lenker, alles noch extra dazu kaufen, damit ich ein einigermaßen anständiges Flugerlebnis habe. Das geht, finde ich, überhaupt gar nicht. Und dann, ich hoffe, das bleibt bei diesem Gerücht, dass auch noch eine Verkleinerung der Handgepäckabmessungen in dem Raum steht. Jetzt mal ganz ehrlich, das war ja auch immer mit ein Grund, warum man dann tatsächlich Lufthansa geflogen ist und vielleicht auch mal auf der Europastrecke die Business Class genutzt hat, weil man dann tatsächlich, wenn man nur ein paar Tage weg war, all sein Gepäck vorne mit reinnehmen konnte als Handgepäck. Wenn das jetzt auch noch verkleinert wird, ja, also dann gebe ich dir vollkommen recht, wo unterscheidet sich die Lufthansa dann noch von Ryanair oder EasyJet, ja? Ja, da bin ich ganz schnell bei dir, nachdem ich mich auch hier wieder schild mogele. Ja, das ist das Problem. Also ich hatte das mit dem Handgepäck, das hatte ich ja auch, aber ich hatte das vergessen, weil ich mich schon wieder so aufgeregt hatte. Und, ich bin ja da. Ja, ich weiß. Ich bin da auch irritiert, dass ihr da so leise seid, dass ihr euch da nicht mehr so drüber aufregt. Also ich... Ja, ich muss da jetzt einen Schluck drauf trinken. Ja, ich auch. Also was hast du denn da, für ein Whisky oder was? Guten schottischen Whisky zu Ehren der Queen. Ja, das ist guter Ton. Der gute Ton bei uns ist es ja auch, ja. eine Sendung mit einem hübschen Thema zu beenden. Und das ist ja immer ein Deal aus dem Bereich Dealzone. Nach Punta Cana habe ich euch jetzt was rausgesucht mit der Eurowings Edelweiß für 1200 Euro. Und... Flug muss 60 Tage vor Abflug gebucht sein. Die Reiseklasse, die Buchungsklasse ist P. P kennen wir ja alle. Die Flüge wie immer. Zum. Ja, das ist ja 100% der Meinung. Ich habe jetzt leider aufgrund der Kürze der Zeit und weil das mit den Bildern einbinden echt lange gedauert hat, habe ich lange nicht mehr gemacht, habe ich euch das nicht ausgerechnet. Aber es ist halt einfach so, dass bei der Eurowings Discover natürlich die P-Klasse genauso gilt wie bei der Lufthansa. Gibt also nur 100% und ich kann diese Flüge empfehlen. Ab Frankfurt geht es natürlich nicht los, sondern ab Paris zum Beispiel. Muss man also einen Verbindungsflug machen, damit man den Preis bekommt. Geht sogar unter 1200 Euro, 1140 habe ich auch gesehen. Aber merkt euch einfach 1200, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV zugeschaut habt, dass ihr euch heute auch hier gemeldet habt. Ich gucke noch mal kurz auf den Chat, da muss ich immer auf den Monitor rüber und da gehe ich ein bisschen raus, der Monitor ist zu weit. Ich lasse aber den Arm im Bild, damit ja, ich sehr schön. Weg bin. Und ja, da ist einfach, Guido sagt Ryanair nicht, Frank sagt Ryanair braucht niemand.
Das ist Im korrekt. Prinzip vollkommen richtig. Wir haben ja auch nur den Vergleich hergestellt. Ja. Wobei natürlich der Ehrlichkeit halber muss man sagen, es gab heute auch eine Ryanair-News. Ich mache eigentlich keine Ryanair-News, aber falls jemand Ryanair fliegen möchte, der Flugplan von 2023 ist bei Michael O'Leary in Gefahr, weil So ist der es. Boeing 737 Max Ausstoß nicht so ausgestoßen wird, wie er sich das vorstellt. Abgesehen davon ist ja auch das Drama mit den 737 Max 10ern, mit der Zertifizierung, die Michael O'Leary aus Irland umhertreibt. Aber mit diesen heiligen gesalbten Worten entlasse ich euch wieder in den Nebel des Grauens draußen. Hier ist es dunkel, hier ist es Hier Nacht, auch. ist auch Goslar schon Sonne aus. Ja, Ich Sonne ist danke. aus. Ich entlasse euch auch. Das ist gut, du gibst die Absolution. Und ich danke euch, dass ihr bei Frequent Traveler TV zugeschaut habt. Auch gerne ein zweites Mal in der heutigen Sendung. Freue mich, dass ihr vielleicht beim Stammtisch zukommt. Natürlich habe ich, ach, es ist wieder wie bei Apple. Wir haben dann noch ein, wie heißt das nochmal? Wir haben noch Genau, one more thing. one more thing. One more thing. One more thing. Habe ich auch. Wir werden einen Stammtisch in Düsseldorf machen, der ein Wochenende lang dauert. Ja, wir werden da. Mario hat auch gesagt, er wird sich einen Termin in Düsseldorf suchen, damit er uns nicht nur besuchen kann, sondern auch da länger was machen Die kann, ne? längste Theke der Welt, ne? Ja. Er hat auch versprochen, dass er Anhang mitbringt. Ich will ja jetzt nicht zu viel teasern. Ich kann euch aber das Wochenende nennen, damit ihr das schon wisst. Also, ich werde Hof halten. Kann man das so sagen, Mario? Nein, das kann man nicht mehr so sagen, lieber Lars. Das ist schon ein bisschen. Aber gut, wenn die Entourage mitkommt, dann kannst du natürlich auch Hofhalte im Ja, klassischen wobei Sinne. ich bin ja verarmter Landadel. Wir haben das von ja verkauft. Natürlich. Ja, sicher, damals für günstiges Geld. Ja. Oh, das ist Lustig. Was ist das denn jetzt? Und zwar ist es so, wir fliegen ab 12. Oktober bis zum 19. Oktober. Also 12. Oktober bis 19. Oktober halte ich Hof in Düsseldorf, nachdem ja wegen Köln so rumgeheult worden ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch in Köln zumindest einen Stammtisch abhalten. Nur, dass ihr es wisst, wer mich in Düsseldorf oder Köln besuchen möchte, kann dies tun. Wer Mario und mich besuchen möchte, kann dies ebenfalls tun. Das als Aussage, und ich glaube, wir haben jetzt wieder genug Minuten geschindet. Ich sage jetzt wirklich Danke. Ich freue mich, wenn wir uns alle treffen können. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Wird es morgen wieder live, Mario? Morgen nicht. Morgen muss ich meine staatsbürgerliche Pflicht wahrnehmen und auf den Parteitag einer großen deutschen Partei als Delegierter anwesend sein. Du bist entschuldigt und wir entschuldigen uns an dieser Stelle auch und wünschen euch noch einen schönen Abend und freuen uns, wenn ihr uns Themen gebt Danke. oder schickt. Also bis morgen in alter Frische und hier machen wir wieder wie immer.